Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge vom Fernbus Simulator 2020? Nee, egal. Wir sind auf jeden Fall wieder bereit, eine Runde Fernbus Simulator zu fahren. Und eigentlich kann man ja sagen 2020, denn dieser Simulator wird immer noch top gepflegt. Also es gibt immer noch DLCs und Dingens für diesen Simulator, Updates. Also ich finde das echt total, total cool. Und tatsächlich gibt es dieses Video, weil heute in einer Woche es wieder einen neuen DLC geben wird. Ja, also am Freitag, den 28.08. kommt ein neuer Bus ins Spiel und ich darf euch den heute präsentieren. Und dieser Bus, wie gesagt, am 28.08. am Freitag kommt der raus, wird 13 Euro kosten. Also den könnt ihr quasi als DLC kaufen. Und falls ihr Interesse an diesem Bus habt, dann könnt ihr auch gerne mal beim Instagram-Kanal von Team L Studios vorbeischauen, das sind die Entwickler, denn die verlosen tatsächlich 5-mal den Bus umsonst quasi, also das heißt, unbedingt da mal vorbeischauen, das wäre ziemlich, ziemlich cool. Ich zeige euch jetzt gleich mal den Bus, aber wir müssen uns natürlich erstmal eine Route aussuchen und da ich mal wieder keine Ahnung habe, wo ich fahren soll, ich will ja auch nicht so lange Strecken schreiben, ich habe euch mal gefragt, von wo bis wo ich fahren soll und dann heißt es halt irgendwie von da bis da oder von da bis da oder so, das sind halt so lange Strecken fürs Video. Das können wir mal im Livestream oder so machen. Könnt ihr übrigens gerne mal in die Kommentare schreiben, ob wir das mal livestreamen sollen. Und ich bin da mal so kurz durch die Karte gegangen und dachte so, jo, Luxemburg ist hier neu, dieses hier neu, das ist hier neu. Und dann habe ich das hier entdeckt und das ist auch neu. Es sieht zwar jetzt nicht so geschaffen aus für einen Bus, der wahrscheinlich etwas größer ist, aber genau deswegen fahren wir die Strecke und fahren einfach diese drei Stationen an bis Koblenz. Hier ist auch sogar noch irgendein Depot. Ich bin mal gespannt, was das wird. Wird wahrscheinlich crazy. Express müssen wir dann rausnehmen und Check-in-Dauer, ich brauche ein bisschen Zeit. 10 Minuten. So, den habe ich euch ja letztes Mal vorgestellt. Extrem cooler Bus. Und diesen hier, das ist der neue. Das ist quasi das neuere Modell von dem MAN Alliance Coach. Also quasi ein Facelift. Und dieses Facelift wurde jetzt auch ins Spiel reingepackt. Und es sieht schon extrem, extrem cool aus. Gibt es natürlich wieder in mehreren Varianten. Das verändert dann einfach die Größe und die Länge. Da ich jetzt schon ein bisschen Angst habe, ich weiß nicht, wo wir da rumfahren, ich würde mal die kleinste Länge nehmen und dann schauen wir uns das Ganze mal von innen drin an. Paint haben wir jetzt noch nicht, deswegen nehmen wir das Standard Flixbus und dann würde ich sagen, starten wir. Und da unten steht schon, das Ganze wird natürlich dann auch für den Tourist Bus Simulator funktionieren. Ich habe mich heute nur entschieden, dass wir das bei Fernbus machen, weil letztes Mal, als ich was vorgestellt habe, habe ich das bei Tourist Bus gemacht und dieses Mal mache ich es wieder bei Fernbus und beim nächsten Mal vielleicht wieder bei Tourist Bus oder so. Na toll. Jetzt regnet es. Was ein Scheiß. Okay, wir schauen uns den Bus mal ein bisschen genauer an. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hier alles funktioniert. Ich bin gleich mal gespannt, ob wir überhaupt fahren können. Also wie gesagt, hier sieht man natürlich auch die klare Veränderung. Ich will jetzt nicht über das Facelift reden. Ich kenne mich mit Bussen allgemein ja nicht so gut aus. Aber hier sieht man die ganz klare Veränderung natürlich an der Front, an den Scheinwerfern, die sich natürlich hier ein bisschen verändert haben. Man sieht natürlich auch die Kanten und Ecken, die ein bisschen neuer geworden sind. Das sind natürlich alles komplett detailreich hier mit im Spiel integriert. Sowie natürlich auch das Heck, was auch deutlich kantiger geworden ist. Also es sieht halt total cool aus einfach. Ich weiß nicht, was ist hier? Kann man da aufmachen? Nee. Was ist das denn hier überhaupt? Keine Ahnung. Natürlich auch solche Sachen ziemlich, ziemlich cool. Dann ist hier so ein Knopf drauf und so ein Ding. Ja, das sieht schon echt nett aus. Ansonsten funktioniert natürlich alles gleich. Wir können hier wieder aufmachen, zumachen, wie ihr das kennt. Und wir huschen mal kurz rein und sehen hier wunderschöne Sitze. Das war im Alten auf jeden Fall ein bisschen langweiliger. Boah, sogar mit Parkettboden hier oder Laminat oder was auch immer das hier ist. Kann ja alles mögliche sein. Schönes Panoramadach hier noch. Also es sieht wie immer halt sehr detailreich aus. Da kann man nicht meckern. Hier hinten der immer ein Schriftzug. Ja. Ist halt ein Bus, sozusagen. Aber ich finde das mit dem Parkett finde ich ziemlich, ziemlich cool. Hier, was steht hier noch drauf? Lions Coach, also auch hier die Initialen quasi mit drauf. Sieht schon ziemlich, ziemlich cool aus. Und man sieht auch, das Interieur sieht ein bisschen anders aus hier vorne. Da steigen wir jetzt mal kurz ein. Also das sieht auf jeden Fall definitiv anders aus. Das wird natürlich ein Teil von Facelift gewesen sein, schätze ich mal. Also Lenkrad auf jeden Fall definitiv anders. Die Sitzposition ist ein bisschen nahe gerade, finde ich. Aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Aber im Prinzip kennen wir das natürlich alles. Und das ist auch gut so, weil da findet man sich dann direkt zurecht und
kann dann ganz normal seinen Bus-Simulator hier spielen. Das Einzige, was ein bisschen stört, ich fühle mich so nah. Ich fühle mich sehr, sehr nah am, am Lenkrad dran. So, der Bus müsste schon an sein. Man hört gar nicht so viel Sound. Wir müssen jetzt leider Scheibenwischer anmachen, das feiere ich gerade nicht ganz so. Hier die digitale Anzeige finde ich ziemlich cool von der kmh-Anzahl. Kann man das auch ändern? Es gibt ja im Eurotruck oder so, da kann man ja dieses Ding jetzt noch ändern innen drin. Egal, ich will jetzt nicht zu viel labern, ich möchte natürlich auch fahren. Und dementsprechend schauen wir jetzt mal, dass wir unsere Gäste abholen. Komm, push dich. Auch interessant, das habe ich tatsächlich in meinem Auto. Das fällt mir jetzt hier dann auf gerade. Wenn man über der kmh-Anzahl fährt, dann zeigt das unten, also es zeigt ja so quasi wie in echt, so Verkehrszeichenerkennung mäßig, zeigt das ja an, 50 km/h darf man hier fahren. Und wenn man drüber fährt, dann ist die Zahl gelb, also in einer anderen Farbe. Das ist ziemlich lustig. Jetzt fahren sie los. Ich glaube nicht, dass die Klima an ist. Da muss ich gleich mal gucken, was ich da machen kann. Aber das kriegen wir auch noch hin. Wenn ihr übrigens noch irgendwelche Fehler erkennt, dann könnt ihr mich das auch gerne wissen lassen. Ich drücke jetzt einfach alles durch, aber sie geht nicht richtig an. Also die beiden fahren nicht mit. Perfekt, dann machen wir hier zu. Ihr werdet in meinem Bus entweder erfrieren oder schwitzen. Denn ich weiß nicht, die Klima ist nicht an. Ich weiß nicht, wie die angeht. Wir fahren jedenfalls los und dürfen hier erstmal wenden. Das ist ja sehr interessant. Jetzt bin ich mal gespannt, was der Bus für einen Einschlag hat. Volle Möhre und da geht nichts. Ich komme auf jeden Fall auf den Bordstein. Habe ich jetzt nicht perfekt gemacht, aber es ging auch nicht perfekt. So, auf geht's, wir fahren los. Die anderen bleiben im Regen stehen, perfekt. So, können wir hier ein bisschen erhöhen. Ich habe nämlich keinen Bock, nichts zu sehen. Und jetzt bin ich mal gespannt, was wir für eine Strecke fahren. Also da freue ich mich jetzt auch schon drauf. Aber wie gesagt, also der Bus fährt sich ziemlich cool. Motorsound halt typisch neu. Ich habe ja einen Bus letztens gefahren, bei Fernbus-Simulator auch, der ein bisschen älter war. Irgendein Scania oder so, glaube ich. Merkt man einfach. Also hier merkt man einfach, man hat was Neumodisches, ein Facelift oder so, was ja dann tatsächlich auch ist, weil beim anderen hat man einfach total gemerkt, dass es ein alter Bus ist. Und hier merkt man einfach, und das finde ich aber so cool, dass man das merkt, man merkt einfach, es ist ein neuer Bus, es ist total ruhig, es ist alles neumodisch mit Tasten auf dem Lenkrad, mit digitale Anzeige und so, und es ist halt total cool eigentlich. Also ich mag sowas. Oh, ein Kreisverkehr, gibt es das auch in dem Spiel? Das muss auch relativ neu sein, also ich habe es noch nicht gesehen. Aber wie gesagt, also was mich gerade sehr begeistert, ist natürlich diese Technik, so dass es cool ausschaut, aber der Sound, das finde ich gerade richtig, richtig cool. Also es ist echt total realistisch, total soft, total smooth, richtig angenehm. Und in so einem Bus würde ich auch gerne fahren, also in echt auch. Mit dem fahre ich auch jetzt gerne hier, aber mit dem fahre ich dann auch gerne in echt, weil es einfach so soft, so leise ist, so entspannt einfach. So, Geschwindigkeit aufgehoben, ich bin jetzt gespannt, wie viel der zieht. Ist ja auch bei 101 abgegrenzt. Ich bin gleich nur noch Dörrobst. Ja, ist er. So, der andere sagt, dass es ihm zu warm ist. So, aber das sieht ja schon mal ganz gut aus. Also bisher ist die Strecke echt in Ordnung. Und da sollten wir jetzt dann schon in Rüdesheim sein. Boah, ja, tatsächlich. Ich schmelze hier drin. Du schmilzt hier drin. Ja, ich kann nicht anders. Ich kann die Tür mal aufmachen. Von draußen müsste es relativ kalt reinkommen gerade. Ich weiß nicht, aber die geht nicht an, ne? Na, die anderen fahren jetzt schon wieder los. Wir sind in Rüdesheim. Ja, dann einsteigen, gell?
Dann steigt's mir doch mal bitte ein. Tag, ich hoffe, ich bin hier richtig. Ja, ja, passt schon. Hallo. Boah, hier stehen voll viele Leute. Oh Mann. Guten Tag, Sie wollen sehr freundlich. Hallo, ja, hier ist mein Danke. Stehen so viele hier, weil die auch ausgestiegen sind. Sie waren bestimmt sehr freundlich. Grüezi, hier, mal vielen Dank. Guten Tag, das auf geht's. Hi, das Ticket, sehr freundlich. Hallo, hier, danke schön. Mahlzeit, hier ist mein Danke. Ciao, ich hoffe, ich bin hier richtig. Nee, bist du nicht, aber du hast richtig Bock. Hi, fahren das Sie in meine geht's. Okay, wir müssten alle sein. Und wir steigen in unseren Facelift, tauchen sie. Ich kann noch mal kurz gucken, aber es... Ach, hier! Da unten ist so ein Scheißschalter dafür. Krass. Ah, understand. 21,5 machen wir mal, oder 21. Und dreh mal voll auf. So, ich muss jetzt hier raus, perfekt. Bahnübergang, auch das noch. Boah, Junge. Muss man da ein bisschen Platz machen. Schöne Gegend hier auf jeden Fall. Also das sieht echt cool aus, wenn das in echt auch so aussieht. Und jemand von euch in der Gegend wohnt. Ich komme gern vorbei. Das sieht ziemlich schick aus. Und wir setzen mal an. Weil der ist mir ein bisschen zu langsam. Gerade kommt keiner. Jetzt kommt einer, scheiße. Ah, wird knapp, die Uhr. Ah, wenn man 20 zu schnell fährt, dann geht das schon. Finden Sie nicht, dass Sie ganz schön heizen? Heizen? Ich habe doch extra jetzt kalt gemacht. Oh Gott. Ja, ein bisschen geheizt habe ich hier. So, da geht's dann rüber. Alter. Was macht der denn mit mir? Dieses Wetter ist echt krank. Haben Sie nicht das Tempolimit gesehen? Nee, habe ich nicht. War ein Tempolimit da? Habe ich echt nicht gesehen. Oh, es hört auf. Es hört auf zu regnen. Wenn wir in die schöne Gegend kommen. In die Berge. Da hört's auf. Wie geil ist das denn? Der spritzt mich nur voll. Was soll das? So, wir müssen hier abbiegen. Denn wir müssen in das nächste Kaff hier rein. Alter! Sie sehen auch den Wald vor lauter Bäumen nicht, nicht wahr? Oh Gott, hier ist ein Schild. Das habe ich nicht gesehen. Aber das kannst du auch nicht da hinstellen. Also ganz ehrlich. In echt steht da doch kein Schild einfach. Das ist ja ganz frech. Ich muss mich immer mit umgucken. Das ist natürlich eigentlich schlau. Habe ich gerade nicht gemacht. Jetzt hätte ich es natürlich gesehen. Was nichts daran ändert, dass es eine scheiß Position da hatte. Stehen wir ein bisschen. Darum soll man sich also anschnallen. Schief und mir ist der mir hinten drauf gefahren? Was ist das denn für ein Arschloch? Ja, das wird lustig. Da stehen wir jetzt noch eine halbe Stunde. Ich kann mal meinen Akku von der Kamera wechseln. Oh, es geht voran. Ach ja, kann man ein bisschen Radio aufdrehen. Der Laster kommt ja da nie raus, ganz ehrlich. So, da wird kurz nach links geguckt. So, jetzt können wir fahren. Sonntagsfahrer. Hör mal. Ja, genau. Genauso hätte ich das jetzt auch gemacht. Ich hatte immer noch den Rückwärtsgang drin. Oh, das Licht, das will ich aber eigentlich gar nicht. Und der fährt einfach nicht. Das war knapp. Hallo! Und, ey, der rollt zurück! Hallo! Alter! Ich muss hier weg.
mich verarschen? Was macht der denn? So, und da ist er auch. Da sind wir angekommen. Koblenz. Sehr cool. So, kommt einer, aber normal könnte er mich lassen, weil die stehen eher an der Ampel. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Das ist ein schöner Busbahnhof. Klein, schnucklig. Muss ich hier hin? Ja, obviously. Wenn ich nur vorher gewusst hätte, wie schnell und günstig Fernbusse sein können. Ist sie doof? Wie schnell und günstig? Als ob sie nicht vorher gewusst hat, was sie zahlt. Egal. Wir sind da. Herzlichen Glückwunsch. Hier ist sogar überdacht. Es regnet aber einfach trotzdem. Also, perfekt. Nee, sieht cool aus hier. Also, sieht echt schnucklig aus. Sind zwar ein bisschen viele Busse hier, was ich ein bisschen, unglaubwürdig finde. Aber nichtsdestotrotz sind auch wir hier angekommen mit unserem neuen Facelift. Ein, zwei kleine Schrammen habe ich reingemacht, aber nichts Schlimmes, würde ich sagen. Also, ist vertretbar, kann man machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde sagen, ihr könnt gerne Feedback schreiben, Strecken, die wir fahren sollen und was weiß ich was. Was ihr aber unbedingt machen müsst, ist ein Like da lassen, das würde mich sehr, sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns morgen bei Formel 1 und die Tage dann auch wieder bei PES. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.